Hallo und herzlich willkommen zum Wochengruß 22/23, glücklich unerschöpft nach der Coach-Ausbildung 22. Hier mit den gleich drei, Daniel kommt ins Bild gerannt, mit den gleich drei übrig gebliebenen Menschen von insgesamt, glaube ich, irgendwie, wie viel waren es, 25? Viele. Viele glückliche Coach-Teilnehmer. Was sagen wir denn davon jetzt? Was war denn das wirklich Neue und Gute und Großartige? Ich fange mal mit meinem an, was ich in dieser Coach-Ausbildung gelernt habe. Mir ist klar geworden, auch durch ein Gespräch mit dir, Nicole, dass man eigentlich die Coaching-Ausbildung erweitern sollte um eine Coachee-Ausbildung, weil wir ja gemerkt haben, dass sich coachen lassen ein aktiver Prozess ist und dass, wenn die Coaches ihre Qualitäten in das Coaching noch mit reingeben und selbst wirklich auch am Coaching mitarbeiten. Wir hatten hier gestern in Abschlusscoachings so großartige Coaching-Sessions und ich würde mal sagen, die Coaches waren ungefähr so gut, vielleicht einen Tick besser, als sie die letzten Jahre auch waren, aber dass eben die Coaches so dermaßen mitgearbeitet haben, hatten wir hier Coachings, die waren... Ja, das war großartig. In Kleingruppen habe ich das auch gesehen. Die Coaches sind ja kompetent. Ich meine, wir alle sind Teilnehmer der Coach-Ausbildung gewesen und haben ja auch alle Modeling gelernt. Also hat jeder ja auch eine Übersicht über sein eigenes Thema. Und wenn ich merke, mein Coach stellt jetzt nicht die Frage, die ich brauche, dann merke ich, diese Frage bräuchte ich jetzt. Also kann ich meinem Coach doch sagen, hey du, mir würde jetzt gefallen, wenn du mir die Frage stellst. Ja, so entstand es ja, weil eine Teilnehmerin in einer kleinen Gruppe meinte, oh, ich hätte mich so gefreut, wenn du mir die und die Frage gestellt hättest. Wo ich dann meinte, ja, warum hast du ihm denn nicht gesagt? Oh. Und dann entstand das Gespräch, wo wir das dann daraus entwickelt haben. Ja, das war großartig. Ich hätte aber auch ansonsten noch ganz viel persönliche Veränderungen gesehen, bei mir und auch bei allen anderen Teilnehmern. Mhm. Die Coachings, die haben sich alle so entwickelt. Ich habe meinen eigenen Coaching-Stil auch nochmal sehr verändert und sehr weiterentwickelt. Also dafür auch danke. War großartig. Wie geht's euch? Ja, total. Also was für mich total geil war, ist Stichwort die Weite des Raumes. Mhm. Ja. Also Präsenz im Online und diese ganzen verschiedenen Leute, diese ganzen verschiedenen Stile ja, zu sehen und dass deine Methode, Ralf, den Platz und den Raum gibt, ja wirklich die verschiedenen Aspekte so zu integrieren. Also das, was du eigentlich vermittelst oder was hier eigentlich passiert auch, im Prinzip so eine Raumtransformation ist, ja. Also das finde ich total geil. Die verschiedenen Räume, wo die Arbeit dann reinwirkt, ja. Und auch wie die Leute zusammenarbeiten, wie man sich austauscht, ist total genial, ja. Also diese ganzen verschiedenen Aspekte, verschiedenen Stile zusammenzuführen und dass es trotzdem so in eine Richtung geht, fand ich total geil. Wieso trotzdem? Ich meine, ich fände das andere, fände ich schrecklich. Überleg mal, alle müssen gleich coachen. Ich meine, es gibt, glaube ich, Ausbildungen, wo es so ist. Da wird ein Weg vorgegeben, ein Stil und alle müssen sich dran halten. Ja. Das widerspricht im Grunde allem, was wir über Menschen wissen. Ich meine, nachdem die Leute so dermaßen vielfältig und kreativ sind in der Entwicklung ihrer Probleme. Das habe ich gestern auch in den Abschlusscoachings gesehen. Wir hatten hier systemische Coachings mit extremen Überraschungseffekten, wo ich als Zuschauer dachte, wow, so hätte ich nie gedacht, dass man coachen kann. Wir hatten ein Abschlusscoaching zwischen Daniel und mir, was in eine Modeling-Richtung ging. Du hast mir aufgedeckt, wie meine Strategie ist und ich habe hinterher die Strategie gleich noch auf ein anderes Problem übertragen können und da auch eine Lösung gefunden. Ich habe hier Coachings gesehen, wo die Coaches eigentlich gar nichts gemacht haben, sondern einfach nur eine Frage immer wieder gespiegelt haben. Ich habe Coachings gesehen, wo ich gedacht habe, wie funktioniert das jetzt gerade? Aber es hat trotzdem funktioniert. Meinst du das mit den Blättern auf dem Stuhl? Das war, glaube ich, das eindrucksvollste Coaching, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Aber es hat funktioniert. Also ich habe hier gesehen, der Spektrum ist so unendlich groß. Jeder kann seinen eigenen Stil finden. Und das finde ich so großartig hier. Es gibt nicht das eine. Wollen wir Daniel mal den Löffel geben? Ja, also mir ging es halt auch jetzt ganz speziell in diesem Blog nochmal so, dass mir nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist, wenn man sowohl als Coach als auch als Coachee einfach transparent aufdeckt, wie man arbeitet. Also dass man einfach diesen Innenlautsprecher
auf außen stellt und seinem Coachee halt sagt, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob du jetzt schon den Eindruck hast, ich habe dich richtig verstanden oder ich habe jetzt den Eindruck, ich habe dich noch nie verstanden, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Oder eben auch in die andere Richtung, wie du gerade sagtest, wenn man als Coachee dann auch sagt, also ich würde mir jetzt wünschen, wenn du mir eher eine Frage in die Richtung stellen würdest oder so. Das schafft einfach so viel Transparenz, das schafft so viel Vertrauen in den ganzen Prozess rein. Und dadurch entsteht dann halt Rapport, da entsteht irgendwie ein gemeinsames Verständnis von dem Thema und man kann ganz konsequent irgendwie gemeinsam an derselben Sache arbeiten. Und also das ist eine Sache, das ja, kann man fast schon als Lebenseinstellung auffassen. Das war für mich so der Punkt. Ich halte es definitiv für eine Lebenseinstellung, ja. Weil ich meine, der Gedanke, dass das, was in einem selber ist, nicht für die anderen wertvoll ist, ist doch ein ganz merkwürdiger Gedanke. Also ja. Schließe jetzt ein bisschen an mein Webinar an von vor 3 Wochen, glaube ich, warum wir andere Menschen brauchen. Mhm. Wir sind so gebaut, dass wir das. Ich meine, das ist die Information hier. Der Coach ist die Ressource auf dem da oben. Und ich habe das ja oft gemerkt, dass dann in Supervision mir Leute, die coachen, sagen, und dann habe ich mich gefragt, wo ich dann oft meinte, du sollst nicht dich fragen, frag den Coachee. Mhm. Der weiß es. Genau. Mhm. Ja. Und ihr noch? Da gibt es ja auch genau die Übung der Außenlautsprecher, die ja auch diesmal wieder drin vorkam, wo man einfach nur seinen inneren Dialog aufdeckt, weil wir als Coaches sind der Spiegel. Also wir können einfach aufdecken, was jetzt gerade ist. Und da fand ich auch in einem der Coachings sehr spannend, wenn man merkt, man hat selbst Karten im Spiel, dass man auch das aufdecken kann und sagen kann, ich habe gerade das Empfinden, dass das auch mein Thema ist und das möchte ich dir einfach gerade mitteilen und das machen wir jetzt transparent. Finde ich auch super wichtig als Erkenntnis. Genau, sonst könnte man sich auch von einem Coaching-Automaten coachen lassen. Mhm. Ja, und dann natürlich noch, also Aspekt Ressource, also du bist die Ressource, ja, und zwar als Coach. Und dass es im Prinzip darum geht, sich einfach selber zu entwickeln. Ja. Also dass der Fokus auch hier darauf liegt, im Prinzip sich bewusst zu machen, Innenlautsprecher, Außenlautsprecher, Feedback zu kriegen und die Chance wahrzunehmen und dass es darum im Prinzip geht, dich zu entwickeln und dann kannst du als Ressource genutzt werden. Ne? Und also, dass man sich gegenseitig als Ressource nutzt, ja, das finde ich. Da muss ich, glaube ich, den Löffel an Daniel weitergeben, weil ich habe ja seit Jahren immer den Satz gesagt, du bist die Ressource, aber bei dir war ja ein neuer, gut, was ich mir da selbst auch aufgeschrieben habe, da kam noch ein Wort dazu, was dich tief entspannt hat. Ne? Das war auf jeden Fall, das war, glaube ich, gestern mein neuer und gut. Das hattest du einfach so in einem Nebensatz eingeflochten, dass du da irgendwie ergänzt hast, du bist nur die Ressource. Also ich finde das, ich hatte immer so ein kleines bisschen Schwierigkeiten mit diesem Selbstbild. Du bist als Coach die Ressource für den Coachee, weil du letztendlich ist der Coachee ja eigentlich sein eigener bester Therapeut. Und als Coach ist man ja nur im Grunde genommen dafür da, die Ressourcen in dem Coachee zu aktivieren, ihm vielleicht bestimmte Prozesse zu spiegeln, ihm bewusst zu machen, wenn er sich mal irgendwie selber verarscht oder wenn er irgendwelche Paradoxien aufbaut oder dergleichen. Also dieses Selbstbild, ja, hey, du bist halt hier einfach nur die Ressource in der Situation. Genau. Du bist nicht Punkt A, du bist nicht Punkt B, du bist einfach ein Stückchen der Ressource. Und zum Thema die Ressourcen im Coaching, da gab es einen Satz von Bernd Iser, den ich immer sehr hilfreich fand, wo er meinte, dieser NLP-Satz, alles, was du brauchst, ist in dir, der stimmt nicht. Weil du brauchst auch einen Zugang zu den Ressourcen. Und wenn alle Ressourcen in dir sind, aber du hast keinen Zugang, dann fehlt dir der Zugang. Und vielleicht ist das nur, was der Coach beiträgt. Genau. Und dann ist es ein ziemlich fettes Nur. Der Coach sortiert sozusagen. Es ist alles im... Es ist alles im Coachee schon vorhanden. Der Coachee ist an sich perfekt, so wie er ist. Es ist nur in der falschen Sortierung. Die Gunther-Schmidtsche Kompetenzvermutung. Genau. Das ist so in großartig. Auf, bei der Kompetenz erwischt. Ja, wieder. Auf was man sich als Coach konzentriert, das wird mehr. Konzentriere ich mich auf das Problem oder konzentriere ich mich auf die Ressourcen? Womit hören wir auf?
mit einer Einladung zum Erlebniswochenende. Ich habe das so oft gesagt, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Das ist jetzt die nächste Chance. Ihr habt gestern noch Party gemacht, ne? Wir waren gestern schon in der Kulturbrauerei. Bis 5 Uhr früh. Der Coach-Kurs. Wie lange bis 5 Uhr? Ja, ich glaube, so 5 Uhr waren die letzten. Ich bin ein bisschen früher gegangen, aber ich habe trotzdem nicht so viel geschlafen. Es waren 9 Leute, wir sind abends noch weggegangen, dann noch in der Kulturbrauerei ein bisschen tanzen gegangen. Es hat nochmal die Gruppe sehr zusammengeschweißt. Wir haben jetzt schon eine WhatsApp-Gruppe und verstehen uns total. Also wir wollen in Kontakt bleiben. Das heißt, ihr habt den Ort schon eingetanzt. Ja, und es ist ja genau der Ort, wo auch das Erlebniswochenende stattfinden wird. Also für alle, die zum Erlebniswochenende kommen, da kann man abends auch noch nett Zeit verbringen. Wenn man am nächsten Morgen dann pünktlich um 10 Uhr ausgeschlafen, ausgeruht und ressourcvoll zum Erlebniswochenende da. Ich glaube, die eine Teilnehmerin hatte 0 Stunden Schlaf heute Nacht. Ne? Dafür hat sie das grandios gemacht heute. Ich habe mir an der Stelle auch gedacht, Schminke ist schon ein Geschenk Gottes. Aber es ist wirklich faszinierend. Es waren alle Teilnehmer wieder da. Ich und sogar ziemlich pünktlich. Ich habe ja heute früh, wie ich aufgestanden bin, habe ich ja dann irgendwann mein Handy angemacht und guck auf WhatsApp und sehe da von 4 oder 5 Leuten so stolz erstmal Bilder und kurze Videos und dann irgendwie, yeah, wir haben gerade 3 Uhr früh und sind tanzen. Und ich sage, Gottes Willen, das wird heute ein Trainingstag. Und ich habe es kaum geglaubt. Also ich will nicht sagen, sie waren alle pünktlich. Ja, nicht ganz. Aber ich glaube, um 10.30 Uhr waren alle da. Ja. Und wir hatten auch eine gute Stimmung. Ansehnlich. Ja. Ansehnlich. Ja. Also wirklich ordentlich auch sichtbar. Da kann man mal sehen, was so eine Gruppe auch als Ressource aktivieren kann. Gruppe und Schminke. Ja. Ich glaube, das ist die entscheidende Kombination. Oh, ich weiß nicht, haben wir noch einen Vor- und Rückblick auf nächste Woche? Nächste Woche kommt von mir, also übermorgen kommt von mir ein Podcast über Spiral Dynamic, mein erster. Am Donnerstag, weiß ich gar nicht, wer da ist, glaube ich. Wer ist am Donnerstag im Webinar? Bin ich das? Ich glaube. Ernsthaft? Oder Dagmar? Nee, Caroline ist, glaube ich. Nein, ja. Die ist im Urlaub. Dann müssen wir ich gucke mal nach, ob ich Donnerstag ein Webinar gebe. Dann kommt der Newsletter am Wochenende wieder zum Thema Optimismus, was hier für mich auch gerade ein ganz... Ich würde, aber das finde ich echt zu weit, ich würde ja sagen, ich habe in diesem Coach sogar das Thema Utilisieren geknackt von Gunter Schmidt. Also mir klar geworden ist, dass Utilisieren im Grunde eine andere Idee von Optimismus ist. Ich sage das noch als letzten Satz, dann hören wir auf. Und es beim Utilisieren nicht darum geht, wie ich lange Zeit dachte, ich nehme irgendwas, was schief liegt und drehe das so hin, dass ich es irgendwie sagen kann, ist doch ganz hübsch. Nein, es geht darum, dass ich sehe, dass es gut ist, ohne dass ich irgendwas dran rumschraube. Das war für mich also nochmal ein zwar kleiner, aber doch entscheidender Blickwinkel anders. Okay. Daniel, darf ich dich bitten, auf das hier schlussmäßig zu schwenken? Dann hätten wir 12 Minuten. Wir winken nochmal und freuen uns auf den nächsten Wochengruß. Und ja, danke auch fürs Winken dir, Daniel. Und bis nächste Woche. Ich glaube, er drückt gleich. Und jetzt?